Hi, willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence. So, wir sind auf dem Weg zur Akademie, um eine alchemische Formel zu finden, die unseren Bruder retten kann. Oder beziehungsweise eine alchemische Formel stimmt vielleicht gar nicht, aber irgendein Buch, das wir brauchen. Und Rosen werden uns zu diesem verbotenen Buch führen. Naja, bis jetzt habe ich ziemlich viel Blut und Tod und Ratten gesehen. Was ist hier passiert? Aber von Rosen war noch nicht viel, aber schauen wir mal. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Oh Gott, die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten. Sie haben die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Ach so. Die haben die Ratten mitgenommen. Ist das normal? Macht das. Ist das. Nee. Nee, das. Naja. Nee. Riesenbiester. Verdammtes Rumgekehrt. Das Odorus. Ich könnte es versuchen. Auf ihn werfen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quicken, glaubt mir. Die machen Hackfleisch aus euch. Es hat funktioniert. Auch wenn es nicht sehr nett war. Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Alle anderen. Hey, Wasser! Was? Warum hat das nicht funktioniert? Ah, ich glaube, es hat funktioniert. Er war nur im Licht. Licht ist ne? Licht sticht. Das Zeug. Ich verstehe schon. Okay. Die haben die ganze Rüstung gegessen. Verrückt. Soll ich noch loslaufen? Ich traue mich nicht. Okay, von mir aus. Ich könnte die Ratten von der Brücke weglaufen. Ach, wirklich? Müssen wir wohl. Halt, da hinten liegt was. Nehmen wir mal mit, wenn wir hier schon unproblematisch einfach hingehen können. Die Wache. Ich muss sie irgendwie vom Licht weglocken. Hä? Welche Wache vom Licht? Ich glaube, der Dialog war noch für... Ach so, da hinten. Nein, oh Gott, schnell ins Licht. Huh, das wäre beinahe echt nicht gut für uns ausgegangen. Ob ich Ratten dahin locken kann, so weit bis zu dem? Den Versuch ist es wert. Schauen wir mal, ob da was passiert. Ich hätte schwören können, es kam von dort. Komm ich dahin? Aber ich... Wo war es? Naja, die sind halt noch im Licht, ne? Das ist wahrscheinlich das Problem. Ach, come on. Aber es wäre schon sinnvoll, wenn ich einen der beiden töte. Denke ich. Genau, einer geht bestimmt wieder dahin, wo er war. Ich kann den ja von hier wunderbar steinschleudern eigentlich. Es war gerade nur ein Experiment. Eins, das ich mir hätte sparen können. Die Schleuder ist bereit. Coole Animation. Dude. Mann, wo hänge ich denn da? Voll nervig. So. Was? Das war aber kein guter Schuss. So, im Endeffekt kann der gar nicht zu mir, oder? Der kommt ja nicht an den Ratten vorbei. Der hat keine Lichtquelle. Ja, ne? Ist jetzt blöd für ihn. Und
jetzt gäbe es was zu essen für die Ratten. Ist echt witzig. Jetzt gerade ist nämlich die Lichtquelle da hinten sogar mein Feind, mein Problem zum ersten Mal im Spiel. So. Warum sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. So viel Alkohol, wie wir immer finden. Ich weiß gar nicht, was ich damit alles craften soll. Oh, dafür brauche ich gar keinen Alkohol. Ich schätze mal, man kann nie genug von dem Zeug da haben. Und das kann man auch brauchen. So. Ein Scheinwerfer. Oh, wo geht's denn da lang? Ich kletter mal drüber. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Aha, man müsste nur hier durchkommen, durch die Rattenhölle. Da würde ich jetzt vielleicht sogar Rattenexplosion benutzen in dem Fall. Dann haben wir nämlich keinen Stress. Ratsplosion nenne ich's. Okay, ziemlich viel coolen Shit haben wir auf jeden Fall gefunden. Oh, was ist denn das? Wir können eine neue Kategorie aufbessern. Alchemie. Unsere Alchemiebehälter verlängert die Wirkungsdauer von Odoris und Luminosa. Ich weiß gar nicht, was Luminosa ist, aber klingt fantastisch. Oder? Igniva-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Was ist denn das gleich nochmal? Klingt auf jeden Fall beides gut. Aber ich kann nur eins davon machen. Ich könnte auch noch meine Munitionstasche vergrößern oder meinen Beutel. Ich nehme das da. Das sollte mir die Sache erleichtern. Na dann. Ach so, wartet mal. Ich wollte noch zum... hier. Ich wollte noch ein bisschen Superfeuer herstellen. Okay. Sonst noch was? Irgendwo hier? Ah, ja, tatsächlich. Orodomdorum. Wie heißt es denn wirklich? Epidermisaurus. Okay, merke ich mir. Epidermosaurulotus. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel von der Physik her so funktioniert, also von der Rattenphysik her, dass das wirklich individuelle Gegner sind, diese Ratten im Grunde. Und dass ich die tatsächlich auch töten kann in einem gewissen Gebiet und dann sind die einfach weg. Das hätte ich einfach nicht gedacht. Faszinierend. Ach, echt blöd, dass man die nicht nach oben bewegen kann, weil da hinten sind jetzt immer noch Ratten, die nicht weggehen. Bringt mir jetzt gerade nicht viel. Ich kann höchstens den mal wegdrehen. Machen wir es wieder so wie beim letzten Mal. Das ist immer noch das Effektivste. Und dann werfen wir hier was hin. Hier, Ratti, Ratti, Ratti. Na kommt. Fein, happy, happy. Und dann machen wir hier dicht. So. Tschö. Das ist ganz cool. Theoretisch kann man so Rattenwände machen, um auch Gegner abzusperren. Es brennt in mir drin. Was soll ich tun? Weiß nicht. Was weiß ich? Solange du jetzt kein Zombie wirst. Oh nein, trink das nicht. Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, war es schon ziemlich wurscht, ob der das jetzt noch trinkt oder nicht. Der Großinquisitor ist hier. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Und ihr habt jetzt ein Rattenproblem. Guten Appetit.
Multikill. Es ist schon witzig, wenn man sich überlegt, wie viel Soldaten dieses adlige Mädchen hier schon gekillt hat. Na, hätte der Großinquisitor die mal besser trainieren lassen oder so. Besser ausgebildet. Oder besser ausgerüstet oder was auch immer. Besser halt. Dann wären die jetzt nicht alle tot. Der setzt wahrscheinlich eher auch auf Quantität statt Qualität. Schön, dass der Kerl da hinten mit der Fackel erstens nicht mitkriegt, was hier gerade passiert. Zweitens einfach die Wand anstarrt. Was ist denn los? Warum treffe ich ihn denn nicht? Mein Gott. Ich starr mal weiter die Wand an. Diese Wand scheint mir verdächtig. Die sollten wir lieber ganz genau im Auge behalten, diese Wand. Ich trau dieser Wand nicht. Und der Cousin meines Schwagers ist Maurer. Ich kenne mich also aus mit Wänden. Ein Schwebespeer. Ja, endlich. Endlich hat sie mal einen schwebenden Speer gesehen. Das war ihr größter Traum. Ich freue mich für sie. Wenn ihr mir Scheiße. Ich dachte, was zum Teufel machen die da? Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Da drin ist so viel Loot. Ich muss dahin. Aber wie? Endlich. Ich dachte schon, ich würde euch nie finden. Na dann. Ich würde sagen, das habt ihr jetzt davon, würde ich sagen. Das ist sogar ein Collect-Libbe. Ein Schachbrett. Das könnte Lukas gefallen. Le Collect-Libbe. Oh, ganz viel Sachen. Schwefel und Alkohol kann ich schon wieder gar nicht mehr mitnehmen. Inventar voll. Okay. Alchemist. Das glaube ich aber auch. Dass wir uns das Achievement verdient haben. Ups, das wollte ich nicht. Das war der Ausweichsprung. Nicht der normale Ausweichsprung, sondern der Ausweichsprung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das darf man nicht verwechseln. Im Schatten des Walds. Beendet. Kapitel 10. Der Weg der Rosen. Ups, davon haben wir schon gehört, dass wir den Rosen folgen müssen, um zum Buch zu kommen. Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Lukas im Keller. Wo nicht soll ich hier nur Rosen finden? Zu vergessen mit dem anderen Lukas im Turm. Wo sollen wir hier nur Rosen finden? Ich würde sagen, das Spiel war bis jetzt immer sehr linear. Wir werden einfach mal weiter dem einen Weg, den es gibt, folgen. Dann werden wir schon irgendwo auf Rosen stoßen. Das reimt sich nämlich und deswegen muss es wahr sein. Verschlossen. Man soll den Tag nicht vor den Rosen stoßen. Heißt es doch so schön. Okay, Ratten oder Inquisition oder beides? Wer sagt Ratten? Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher? Oder vielleicht sogar Rätsel. Ohne Ratten. Ein Anti-Ratten-Rätsel. Ich weiß nur, dass am Schluss alles einstürzt, überall kommen Ratten und man muss weglaufen. Wetten? Es gab schon lange keine Weglaufsequenz mehr. Ich traue mich wetten, dass bald wieder eine Weglaufsequenz kommt, wo überall wieder Ratten rausbrechen. Ja, da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, als ob es mehrere Wege geben würde. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Keine Ratten. Einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür. Merkwürdig.
Weil der Inquisitor hier ist und der hat Rattenpower. Das wird ein Spektakel. Und der Großinquisitor will ihm persönlich helfen, hat er gesagt. Hat sie gerade gelacht oder war das eher so ein... Oh, das tat weh. Ich bin mir nicht sicher. Könnte es sein, dass sie schon langsam verroht, so wie ich. Und anfängt, Leute zu töten. Es wäre cool, wenn es verschiedene Enden gibt, je nachdem, wie viel man umbringt und wie viel nicht. Aber andererseits wäre es schon wieder so ein Klischee, ne? Macht jedes Spiel ever. Wo muss ich denn das hinschieben? Wahrscheinlich da geradeaus. Durch die Tür gehen ist wahrscheinlich der richtige Weg. Deswegen gehe ich erstmal, ja, zu der Schatzkiste. Ich habe schon, man findet zu viel Alkohol. Ich werde mich bei den Entwicklern beschweren. Ich werde den Entwicklern jetzt mal einen bösen Brief schreiben, in dem steht, Entwickler, zu viel Alkohol. Was soll ich mit dem ganzen Alkohol? Und Loot liegen lassen geht gar nicht. Ich muss nochmal schnell, weil wir gerade beim Thema sind, nochmal ganz kurz runterklettern. Ich sehe da unten nämlich noch was glitzern. Ein Buch. Ah, Stoff. Sehr gut. Stoff ist wirklich gar nicht so häufig. Und da hinten war auch noch was, oder? Ja. Ja und wie? So viel Scheiß hier. Yeah, ich mag Scheiß. Also ich meine coolen Scheiß. Nicht regulären Scheiß. Reguläre Scheiße ist nicht so toll. So, weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wollten wir da oben durch eine Tür gehen. Und das machen wir auch. Und zwar morgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen geht's weiter. Dass die Fetzen knallen. Ja, ich weiß, die sollten fliegen, aber es muss knallen, bevor die Fetzen fliegen. Und anders hätte es sich nicht gereimt. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.